So, herzlich willkommen zu Zelda Oracle of Seasons. Mittlerweile meine zweite Aufnahme, da die erste leider nicht so funktioniert, wie sie sollte. Ich weiß allerdings dafür jetzt wenigstens, was wir machen sollen, glaube ich. Genau, wir brauchen einen kleinen Schlüssel. Das ist unsere erste Aufgabe. Schieben. Von hier aus lässt sich die Kiste nicht öffnen. Wir brauchen einen kleinen Schlüssel, damit wir weiterkommen. So viel sei schon mal verraten. Da ist ein kleiner Schlüssel mit öffnest du verschlossene Türen und Blöcke in dieser Höhle. Danke, das war eine Abkürzung. Nicht, dass es sinnvoll oder nützlich war, was jetzt gerade passiert ist, aber... Wichtig ist, dass wir jetzt Schlüssel haben, um damit weiterzukommen. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Und jetzt müssen wir diesen roten hier hinkriegen. Also wir müssen tauschen. Das machen wir so und so und so und so. Eigentlich ganz einfach, wenn man es mal ein bisschen nachgedacht hat. Danke, das ist nett, dass es geklappt hat. Hier ist wichtig, dass wir jetzt die Energie ein bisschen sparen. Denn die können wir noch verdammt gut brauchen. Die wäre auch wichtiger als irgendwelche komischen Akrumkerne. Ja, ihr kommt mit gerade Unrecht. Gut, das war so geplant, das gehört zur Show dazu, sage ich jetzt einfach mal. Ich laufe nicht den ganzen Weg nochmal. So, aber ich weiß, was ich nach dem Zwischenentgegen auf alle Fälle machen werde. Ja, du... So. Wir haben hier einen praktischen Schlüssel. Ja, du kannst mich mal... Verdammt. Es ist schwer, hier sachlich zu bleiben. Denn ihr müsst wissen, ich habe bereits... die dritte Aufnahme jetzt laufen. Ha! Das speichere ich jetzt mal. Ich speichere jetzt sehr großzügig und häufig. Na komm her. Danke. Das lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, genau. Du erhältst die Greifenfeder. Mit ihr fühlst du dich federleicht und das freut uns. Deswegen speichern wir hier. Na komm. Und rüber. Und speichern. Und tschüss. Und tschüss, habe ich gesagt. Und tschüss. Ich hoffe, wir brauchen jetzt... Ich überspeichere. Ah, falsch. ...30 Rubine, ob es das wert war. Jetzt sind wir nicht wieder beiden Pilzköpfen ausgeliefert. Das war's wert, okay. Mit einem Herz, was soll da schon schief gehen? 704 ist richtig. Dass ich einen falschen Save-State lade.
Oh, das Gedüdel kann einem leicht auf die Nerven gehen. Also nur so minimal, ja? Also wirklich ganz minimal. Oh, der hat ein Herz. Das hat ein Herz verloren. Natürlich, das so fangen wir gerade an. Ich weiß nämlich nachher, wie dringend wir die Energie noch brauchen. Darum werde ich jetzt hier leider häufiger neu laden. Also, das heißt leider. Für mich ist es nicht leider. Genau da oben kann ich es unglaublich gut brauchen. Das ist auch so eine geniale Stelle, so eine semi-geniale. Wenn man hier nämlich, wenn man runterfällt, neu anfangen muss. So, wir speichern und laden. Das war doof. Immerhin sind jetzt die ganzen hässlichen Vögel weg. Ja, ich weiß, ich bin doof. Okay, okay. Ich habe in den 7 Minuten mehr geschafft als in der vorherigen Aufnahme in 20 Minuten. Das möchte ich dann mal bitte festhalten. Es möge zu Protokoll genommen werden. Es möge ein kinderfreundliches Umfeld geschaffen werden. Hervorragend. So. Das Gepiepse ist so dermaßen schön, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich hoffe, ihr guckt das hier nicht mit Kopfhörern. Boing. Ja. Boing. 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 Okay. Da könnte was Wichtiges drin sein. Ein Kompass, ja, der ist doch relativ wichtig. Schon eins gespeichert. Wenn wir nach rechts gehen, wird es noch mehr Zeug geben. Moinga. Ich überspringe ab und zu mal Frames, weil das ist wirklich überflüssig, sich da abzumühen. Und es wäre wunderschön, wenn ich mal einen verdammten... Verdammten, was auch immer bekäme. Ja, genau. Deswegen bin ich auch gesprungen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war falsch. Ja, ich sollte vielleicht auch die... Sorry, nein! Mit... So. Da schiebe ich... So springe ich, genau. Mit A springe ich und mit B schiebe ich, ist auch egal. Solange ich es richtig mache und falsch sage, ist egal. Da unten gibt es nichts Interessantes. Da kommen wir wieder zurück. Und speichern. Dütte. Moin. Total einfach den Kopf angehauen. So, dann schieben wir jetzt hier nach unten. Und nach rechts. Und hier auf dieses Zielfeld gehe ich einfach mal davon aus. Jawohl. Und da türmt sich jemand auf vor uns und ich bin abgekratzt, verdammt. Also nochmal das Spiel. Ich muss häufiger Save States setzen. Oder einfach besser spielen. Let's fail Zelda.